Ja, hallo und herzlich willkommen zur Mission 4, eine Frage des Stolzes. In Norwegen müssen wir ein Hauptquartier zerstören und es sind vom Team alle mit dabei, außer dem Spion. Wir starten in der Karte ganz links unten in der Ecke beim grünen Kreuz. Von dort bewegen wir uns nach Norden zum gelben Kreuz, wo wir einen Panzer 2 requirieren. Mit diesem begeben wir uns dann zur Eisenbahnbrücke im Osten. Die Kommandos steigen dann eine Leiter runter zum Fluss. Der Taucher lässt sein Schlauchboot zu Wasser und die ganze Truppe geht dann den Fluss nach Nordwesten, wo sich auch das Fluchtfahrzeug befindet. Dort steigen vereinzelte Kommandos aus dem Schlauchboot aus. Bewegen sich zum Hauptquartier. Der Pionier wird sich dann noch nach Nordosten weiter bewegen, wo er sich eine Bombe holt. Und die Bombe wird er dann zurück zum Hauptquartier bringen und es in die Luft sprengen. Dann steigen alle Kommandos in das Fluchtboot und verschwinden damit nach Westen. Weiter geht's mit der vierten Mission. Und zwar brauchen wir zuerst mal hier einen Lockvogel. Dann nehmen wir mal den hier. Ja, das war suboptimal. Ja, der wird nämlich hier wird der beobachtet, oder? Ja, ich muss quasi hier hin. Ja. Machen wir jetzt das am besten? Ja. Ah, super. Wunderbar. Ah, sind alle hier oben, okay.
Ja, die beiden dürfen auch mal hier hinkommen. So. Ja. Müssen wir warten, bis das Ganze sich beruhigt hat, und dann schnappen wir uns diesen Panzer 2. Alle Panzer sind nicht zu zerstören mit normalen Pistolenschüssen. Das SDKFZ hingegen schon. Das werden wir dann später noch sehen. Ich da weit genug hier. Müssen wir warten, bis die Patrouille kommt. Ah, die beiden Wachen hier kann man in Ruhe lassen. Die muss man nicht erledigen, um hier weiterzukommen. Ich wundere, wo der hinrennt. Aha, da kommen neue. Okay. Gut, das soll uns aber nicht weiter stören. Wir machen jetzt nämlich hier weiter. Sammeln hier aber noch unsere Kameraden ein. Eben den am Fluss musste ich erledigen, weil der bewacht den Fluss und wir müssen so, wie sieht's aus? Ja, wunderbar. Oh, es ist einer gestorben. Warum denn das? Warum ist jetzt einer gestorben? Gut, dann machen wir das eben nochmal.
So, ich glaube, jetzt haben wir es sogar besser gemacht, weil jetzt sollte keine neue Patrouille kommen. Gut, dann fahren wir abermals unsere Kollegen holen. Diesmal alle auch lebendig, wenn es geht. Ah, Moment. Wo ist denn der? Ah, der ist hier, okay. Ja, es sind eigentlich alle. Ah, wahrscheinlich ist der nicht eingestiegen und ich habe ihn überfahren. No. Gut, okay. Eben der hier bewacht den Fluss, deshalb. Wenn die beiden können. Geschafft. Er muss sich hier noch heilen. Und nochmal. So. Jetzt hier diese Wache da, die rennt jetzt zu ihrem Motorrad und möchte Alarm auslösen, aber der ist ja schon ausgelöst, also müssen wir uns da keine Sorgen machen. Wir nehmen jetzt für das weitere Vorgehen den Wasserweg. Und zwar brauchen wir den Pionier. Auch komm ein bisschen näher bitte. Den Pionier und den Scharfschützen. So. Sind hier der Green Beret und der Fahrer. Ja, genau. Ich jetzt gleich noch mal die beiden. So. Jetzt steigst du mal aus. Ah, okay. Jetzt ist nur noch ein, noch die beiden da. Der auch noch kommen. Der hier geht die restlichen Kommandos holen. Der General hier, der tut uns nichts. Also tun wir ihm auch nichts. Das Einzige ist, er überfährt einem, aber das auch nur aus Versehen, nicht mit Absicht. Er überfährt übrigens sogar seine eigenen Leute. Die ist nur so am Rande. So macht man übrigens sehr viel Zeit gut, wenn man immer wieder schaut, dass man da irgendwie, eben ich gebe jetzt dem zum Beispiel den Auftrag hier hin zu schwimmen und in der Zwischenzeit mache ich schon mal weiter. Jetzt werfe ich mal hier eine Granate hin, möglichst weit. Ja, ich glaube, muss ich schnell schauen, wie weit ich die werfen kann. Ja. Sollte noch zwei haben, oh, aber ich bin zwei weg.
Okay, die verschwinden, das ist gut. Das ist so, wenn, ich weiß auch nicht, ich glaube, eben wenn alle außer dem Offizier ausgeschaltet worden sind von einer Patrouille, dann verschwindet der einfach von der Karte. Flüchtet quasi. Und eben wenn die Patrouille nur dezimiert ist, dann werden die einfach zur nächsten Kaserne und also zu ihrer Kaserne und sich wieder auffrischen quasi mit Truppen. Aber in diesem Fall haben wir die Kaserne ja zerstört. Fast noch vom LKW überfahren. So, den General lassen wir leben. Ja, genau. Ihr könnt eigentlich alle mal schon schön in das Fluchtboot, das auch als Fluchtboot markiert ist, einsteigen. Bumm, das Hauptquartier ist im Eimer. So, und ab die Post. Ups, da kam gerade eine Meldung. Jawohl, und wir wurden zum Sergeant befördert. Wir haben wieder 3 Sterne Einsatzzeit, 3 Sterne für die Schäden, die die Kommandos erlitten haben. Haben wir auch wieder 3 Sterne. Das gibt 3 goldene. Und jetzt hatten wir ja den Balken voll. Jetzt werden wir eben zum Sergeant befördert. Jetzt haben wir 3 Ecken hier bereits schon. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß bei der nächsten Folge. Tschüss.